Sag mal, Barbara, was hast du für eine Schule eigentlich? Ich habe eine Schule, an dem Heilpraktiker ausgebildet werden oder Kinderheilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie. Also an deiner Schule kann man Heilpraktiker lernen? Genau. An unserer Schule bereiten wir die Leute darauf vor, dass sie hinterher beim Gesundheitsamt die Überprüfung machen können. Und wenn man die Überprüfung beim Gesundheitsamt gemacht hat, dann kriegt man ja die Zulassung, dass man auch als Heilpraktiker arbeiten darf. An unserer Schule hast du verschiedene Möglichkeiten, die Ausbildung zum Heilpraktiker zu machen. Du kannst zum Beispiel in den Vormittagsunterricht reingehen und viermal in der Woche vormittags dich vorbereiten, die Prüfung beim Gesundheitsamt zu machen. Oder wenn du berufstätig bist, kannst du abends kommen, zum Beispiel zweimal in der Woche. Und wenn du zum Beispiel viele Vorkenntnisse hast, weil du Physiotherapeutin bist oder Krankenschwester, dann kannst du einmal in der Woche kommen und das findet dann zum Beispiel Samstag statt. Und das dauert dann wie lange? Die Ausbildung zum Heilpraktiker an unserer Schule dauert zwischen 18 Monaten und 24 Monaten. Das ist so die Zeit, nachdem der ganze Stoff, den man braucht, um die Prüfung zu bestehen, beim Gesundheitsamt lernen kann. Das ist nämlich sehr viel schulmedizinisches Wissen, was dort geprüft wird. Gibt es bei den Heilpraktikern sowie auch bei den Ärzten verschiedene? Bei uns gibt es auch ganz viele verschiedene Fachrichtungen. Es gibt zum Beispiel die Phytotherapie, die klassische Homöopathie, Schüssler Salze oder es gibt den Kinderheilpraktiker. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, hinterher weiterzumachen. Ich glaube, es gibt noch 10 weitere Verfahren, die man bei uns an der Schule lernen kann. Was macht denn ein Kinderheilpraktiker? Ein Kinderheilpraktiker hat sich spezialisiert auf die Krankheiten bei Kindern. Das muss eine extra Ausbildung sein, eine Zusatzausbildung, weil Kinder sind ja keine kleinen Erwachsenen. Und hinterher behandelt der Kinderheilpraktiker die Kinderkrankheiten, die Infektionskrankheiten oder wenn ihr immer mal wieder Schnupfen habt. Das ist so die Arbeit eines Kinderheilpraktikers. Und gibt es auch Heilpraktiker für Tiere? Ja, bei uns kann man auch eine Ausbildung zum Tierheilpraktiker machen. Und die dauert auch ungefähr 2 Jahre wie für die Menschen. Also bei dir kann man verschiedene Heilpraktika-Ausbildungen machen. Richtig? Genau. Du hast 3 Möglichkeiten, diese Ausbildung zu machen. Entweder kannst du die Ausbildung für Menschen machen oder für Tiere oder den Heilpraktiker für Psychotherapie. Und bei diesen 3 Ausbildungen kannst du in allen 3 verschiedenen Richtungen unterschiedliche Weiterbildungen machen. Die kannst du während der Ausbildung anfangen, die Weiterbildung, oder du kannst nach deiner Ausbildung die Weiterbildungen machen. Eines der besonderen Sachen an unserer Schule ist, dass man erstmal einen kostenlosen Probeunterricht machen kann, 1 Monat lang, bevor man sich überhaupt entscheidet, ob man dort einen Vertrag unterschreiben möchte. Und was auch noch ganz wichtig ist für viele, dass wir gerade für berufstätige Mütter eine Kinderbetreuung anbieten. Denn manchmal ist es so, dass die Schule ausfällt oder der Kindergarten nicht stattfinden kann. Und dann springen wir ein mit der Kinderbetreuung. Wie groß ist denn eigentlich deine Schule? Die zeige ich dir gleich. Wie viele Lehrer habt ihr eigentlich auf eurer Schule? Und bist du eigentlich auch eine Heilpraktikerin? Oh ja, wir haben 26 Lehrer. Bei uns heißen die Dozenten an der Schule. Und ich selber bin auch Heilpraktiker, wie alle Dozenten auch. Und du hattest mich gefragt, ob ich Heilpraktikerin bin. Das bin ich schon seit 12 Jahren und habe auch seit 12 Jahren eine eigene Praxis. Und jetzt zeigst du mir die Schule. Okay, jetzt geht's los. So, Lilly, herzlich willkommen bei der Hamburger Heilpraktikerakademie. Mensch, ist das groß hier. Ja, Lilly, das sind hier 300 Quadratmeter und wir haben 6 Unterrichtsräume.